to read poems. Уголовное дело против Ауслана Шерцер-Р было возбуждено 11 ноября 1940 года по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства в соответствии с статьей 54.6 Уголовного кодекса 3-го отдела УГБ НКВД Черновицкого областного управления. Фрау Шерцер. Ich bin in der Stadt Czernowitz 1901 in der Familie des Angestellten Sigmund Scherzer geboren, der Buchhalter von Beruf war. Als 1914 der imperialistische Krieg ausbrach, flohen Vater, Mutter, ich und mein Bruder nach Budapest, wo wir ein Jahr lang lebten, dann zogen wir nach Wien. Ich gucke sich um und da sehe mein Chava, ein malerischer Fascheiz mit klugen, schwarzen Egellach. Hitzig, hitzig, es ist schlecht. Ich bin geboren, als man schickt dich herab auf der Erde. Dein Geurel ist, du sollst werden ein Mensch. Verstehst, was man redet zu dir? Ein Mensch. Das Herz hat mir ungeheuer zu klappen. Tick, tick, tick. Mit Blumen sprechen, wie mit Menschen, die du liebst. С квітками розмовляй, як з людьми, яких ти любиш. Im Atemhaus wohnen eine Menschblumenzeit. В будинку повітря живе одна людина, квітка, час. So soll es sein, wie es nie war, wie es nie werden wird. Als ich mein erstes Gedicht schrieb, war ich 17 und in Czernowitz. Gedruckt wurde ein Gedicht erstmals 1922. Ich war 21 Jahre alt. Ich war 38 und wieder in die Heimat zurückgekehrt, als mein erstes Buch erschien. Meinen ersten Literaturpreis erhielt ich mit 56 in New York. Meinen bisher letzten mit 83. Bettlägerig im Nelly-Sachs-Haus in Düsseldorf. Es muss nicht unbedingt der letzte bleiben. Ich bin jetzt leicht zu finden. Meinen Aufenthaltsort kann ich lebend nicht mehr ändern. Und was das Leben, die Jahre, die Gedichte, die Bücher, die Leser und die Kritiker nicht geschafft haben, das schaffen die Literaturpreise. Sie machen alt. Rosa Ausländer ist die große, alte Dame der deutschen Lyrik, habe ich erfahren. Nun, ich habe viel erlebt, manches ertragen. Ich werde auch dies überstehen. Glauben Sie mir, ich wäre heute gerne bei Ihnen und ließe mich ehren. Ihre Auszeichnung hat mich spät erreicht. Nicht zu spät. Ich danke Ihnen. My name is Rose Auslander. I'm a poet living in Cape Cod, Massachusetts. My confession is that I'm addicted to water and poetry, not necessarily in that order. It's my great pleasure today to read to you the poem Confession by the great German poet Rose Ausländer.